Moin Moin und damit willkommen zu einem kleinen Special, eine Vorstellung von mir, von Frosty. Und zwar, wie sieht Frostys Real Life aus? Was macht er eigentlich, wenn er nicht gerade Spiel leitet und seine Helden durch Aventurien schickt? Und dazu nehme ich mir einfach mal die Heldensoftware und baue einfach mal mich nach oder versuche das zumindest. Ob es gelingt, weiß ich nicht. Schauen wir einfach mal nach, ob ich hier ein paar gute Ideen habe. Und ja, wir machen das Ganze mit Standardmethoden. Ich bin Europäer, also Mittelländer. Und erzähle euch dann, wie gesagt, so ein bisschen was zu den Dingern, die ich jetzt steigere. Ich habe irgendwann mal bornländische Wurzeln gehabt, also Russland. Das ist aber ein bisschen länger her und ich komme eigentlich aus einem kleinen Dorf in der Nähe von Hamburg. Und daher werde ich hier die mittelländischen Städte nehmen, auch wenn ich nicht direkt aus Hamburg komme. Mir ist natürlich klar, dass diese Modulaufsätze, Hafenstädte für einen Power-Gamer oder für einen Optimisten, jemand, der seine Helden optimiert, nicht ganz so sehr klug ist, aber ich werde es trotzdem nehmen, denn wir wollen hier nicht Power-Gamen. Genau, ich bin Alchemist bzw. Chemiker und habe vorher auch einmal Physik bzw. Geo- und Astrophysik studiert und bin danach dann rüber in die Chemie gegangen. Deswegen will ich hier die Methumis Astronomie Fakultät nehmen. Magiebegabt bin ich leider nicht. Ja, Name Frosty bzw. Chris, falls das jemand wissen will, Vorname, ja. Ich bin so um die 1,90 groß, so genau kann das eh keiner sagen und das Gewicht soll auch irgendwie passen. Dementsprechend machen wir damit weiter. So, was habe ich gemacht? Theoretische Alchemie, Sympathetik. Das ist die Lehre des Geheimen bzw. von Fremdem. Und ja, dadurch, dass ich nicht nur theoretischer Chemiker bin, sondern theoretische Quanten- und Moleküldynamik mache, wird das, glaube ich, ein bisschen besser passen als Elementarismus. Ja, Talentspezialisierung, ich werde einfach mal Tränke nehmen, weil ich in meiner Zeit auch mal Met selber gemacht habe. Das hatte nichts mit dem Studium zu tun, sondern eher was mit ja, meinen Gelüsten nach Met und dass ich sowas selber herstellen wollte. Was mir auch gelungen ist, es war ein sehr leckerer Apfelmet. Ja, Nahkampfwaffen, Fernkampfwaffen. Wirklich was kann ich nicht, also weder Bogen noch Armbrust. Ich habe mal Wurfbeile, habe ich mal geschmissen und so weiter, aber wirklich können tue ich das nicht. Arabisch, Zwergisch, also so ein bisschen Bayerisch kann ich auch nicht. Ich kann auch kein Norwegisch, aber ich würde es gerne können. Und ja, mit mehr Zeit würde ich auch Arabisch lernen, aber ich komme vom Dorf, aber wirklich auf dem Feld gestanden habe ich nicht. Also ich werde hier einfach die Hauswirtschaft nehmen, denn naja, aufräumen, das kann wohl jeder irgendwie. Dolche, ich kann mit dem Küchenmesser umgehen. So, Raufen Ringen. Ich habe tatsächlich mal eine Zeit Karate gemacht, also deswegen werde ich eher Raufen nehmen. Ringen wäre dann mehr Judo, das sind dann die Würfe. Bin dann eher derjenige, der ja, so agiert mit Schlagen und Treten. Auch wenn ich mich noch nie geschlagen habe. Wir fangen einfach mal bei den Sachen an, die mir wichtig sind. Körperkraft setze ich mal nach oben. Ich bin zwar ein ziemlich nerdiger Chemiker, aber ich mache auch viel, na Bodybuilding würde ich nicht sagen, Dreikampf, also Gewichte stemmen. Und das gelingt mir dann doch sehr, ziemlich gut, muss ich sagen. Das liegt aber auch an meiner Größe. Also, Konstitution, ich werde nicht so viel krank, muss ich sagen. Ich habe zwar immer irgendwie ein bisschen Schnupfen und meine Nase ist dicht. Aber krank werde ich nicht. Gewandtheit ist ziemlich durchschnittlich, 11 oder 12 soll so passen. Charisma. Generell empfehle ich ja sowieso immer, nichts unter 11 zu haben. Eher höher. Eher höher, aber naja, gut. Kann man sich ja bei seiner Erstellung leider nicht so ganz aussuchen. Ich setze mal die Klugheit auf 14. Wie gesagt, theoretischer Chemiker, Quantenchemiker, da sollte man schon ein bisschen klug sein. Auch wenn es durchaus intelligentere Menschen gibt. Also Intuition, ja, Reflexe, Charisma. Ich werde nochmal das Charisma ein bisschen hochsetzen, dann sind wir bei 100 von 100 und dann kann das weitergehen. Den Sozialstatus lasse ich so, weil, ja, soll so passen. Einfach Mittelschicht, wenn ich.
So, schauen wir mal nach. Ich fange mal unten an. Ich habe mir so ein bisschen im Vorfeld was überlegt. Speisegebote. Speisegebote, Fleisch. Ich esse sehr, sehr viel Fleisch, zum Leidwesen meiner Freundin. Sehr viel Fett und Eiweiß und ich verzichte großteils auf Kohlenhydrate. Ja, wer da was zu wissen will, Stichwort ketogene Diät. Wobei Diät, das ist mehr so eine Lebenseinstellung. Das mache ich jetzt seit, ich bin mir nicht ganz sicher, 4 Jahren. Dementsprechend, ich trinke mittlerweile auch kein Alkohol mehr. Also das mit dem Metbrauen, das habe ich mal eine Zeit gemacht, aber habe ich auch aufgegeben und trinke selber nichts. Keine Kohlenhydrate, kein Alkohol. So, ich muss mir gerade überlegen, Prinzipientreue. Die setze ich sogar ein bisschen nach oben. Lebenslanges Lernen, Prinzipientreue, also dass ich nicht aus der Uni rauskomme. Ich bin da jetzt schon seit geraumer Zeit und habe auch eigentlich vor, weiterzumachen. Will also nach meinem Master auch noch gerne Doktor machen. Wenn man mir Geld gibt, also ich sag mal sowas wie 1 Million, dann würde ich auch noch in der Uni bleiben und weitere Dinge studieren, die mich interessieren. Sowas wie Biologie oder Pharmazie, irgendwelche Sprachen, irgendwelche Götter, also Theologie. Ich habe da echt Bock zu, aber naja, irgendwann muss man leider Geld verdienen. So goldgierig bin ich nicht. Mir geht es eher darum, dass ich Geld habe, um Dinge zu tun, die ich gerne machen möchte. Aber Geld, um des Geldes wegen zu besitzen, das brauche ich eher nicht so sehr. So, schauen wir mal nach. Schlafwandler bin ich nicht. Nee, Schlafstörung. Ich schnarche ganz gerne mal. Das ist nicht so sehr eine Schlafstörung. Ich kann eigentlich ganz gut schlafen, aber meine Freundin wird davon genervt und die bekommt dadurch Schlafstörung. Ja, egal. Schlafstörung 1, also Schnarchen. Auch wenn ich das selber gar nicht so ganz gerne wahrhaben will, aber so ist das nun. So, ich lasse das erstmal so. Gucken wir mal nach, ob wir die GP wieder reinkriegen. Was habe ich denn hier so? Ach so, genau, Linkshänder. Das ist zwar im realen Leben kein wirklicher Vorteil, weil wir hier keine Schwerter führen. Aber ich bin Linkshänder und dementsprechend klicke ich mir diesen Vorteil einfach mal rein, auch wenn ich ihn nicht wirklich nutze. So, haben wir hier noch irgendwas? Ich werde einfach mal. Ja, wir haben jetzt noch 9 GP über. Wirklich viele Vorteile haben in meinem Leben habe ich nicht. Ich werde mir nochmal für 9 GP, das passt gerade so schön. Das müsste die Klugheit sein, ne? Genau. Ich nehme das jetzt einfach mal mit rein. Dann haben wir die 110 von 110 voll. Was anderes fiele mir auch gerade nicht wirklich ein. Ja, wie gesagt, Moleküldynamik und da ist dann auch viel mit Computer, also Informatik mit drin. Also das ist sehr, sehr fächerübergreifend. Biologie, Chemie, Physik, Informatik, da muss alles irgendwie ein bisschen drin sein. Deswegen werde ich das einfach mal erhöhen. So, Karate habe ich ja gesagt, da setze ich einfach mal ein paar Punkte rein. Judo kann ich nicht, aber auch hier würde ich mir mal so 2 Punkte genehmigen. Ich fange erstmal unten an bei Alchemie, geht mal auf 10. Wie gesagt, ich habe das studiert, studiere das immer noch. Da kann ich wohl noch ein paar Punkte reinsetzen, aber da fehlen mir die AP dazu. Oh, ich habe zwar hier noch welche, aber machen wir erstmal ein paar andere Dinge. So, Sternenkunde. Ja, ich habe ja gesagt, ich Astrophysik studiert. Hab da auch der Bachelorarbeit ein bisschen mich spezialisiert auf Meteoriten. Und wer da was zu wissen will, ja, gibt mir halt ein paar mehr Abenteuerpunkte. Am Ende schreibt mir ein paar Abenteuerpunkte rein, dann kann ich da vielleicht nochmal ein bisschen steigern. Dann erzähle ich ein paar mehr Geschichten zu den Sachen, die ich vorher gemacht habe. Mechanik gehe ich auch mal auf 10. Wie gesagt, ich habe Physik studiert, aber wirklich Lust habe ich da nicht zu gehabt. Gerade Mechanik, das ist alles ein bisschen abgespaced mit Kreiseln und Schwingungen. So, Magiekunde. Magiekunde, ich bin leider nicht der Magie mächtig, aber Quantenmechanik kann man einfach da mal so ein bisschen mit reinfassen. Und dementsprechend werde ich Magiekunde so ein bisschen steigern. Das nehme ich mir raus, weil da bin ich ganz firm drin. Geschichtswissen. Ja, ich bin in der Geschichte auch bewandert. Na klar, ich gucke gerade mal Lehren. Lehren gehe ich auch mal nach oben.
7. Dann kann ich das nämlich jemandem beibringen. Und zwar Studenten. Ich bin zwar selber noch Student, aber ich arbeite auch für meinen Professor im Arbeitskreis und bringe dann auch die Quantenchemie anderen Leuten bei. Daher habe ich auch gelernt zu lehren. Ja, wir haben jetzt noch ein paar Punkte über. Ich überlege gerade noch, was man in der Kürze der Zeit alles noch mitnehmen könnte an Talenten, die am wichtig wären, die ich dann noch mit einer Geschichte versehen könnte. Ich überlege. Also Sport habe ich auch eine ganze Menge gemacht. Fußball, Basketball, wie gesagt, Fitnessstudio. Was habe ich noch alles gemacht? Skaten, Hockey. Ja, ich setze da einfach, wie gesagt, ein paar Punkte rein. Wirklich viel Abenteuerpunkte habe ich dann nicht mehr. Ich würde einfach mal sagen, ich lasse das so. 50 habe ich dann zwar noch. Aber ja, in der Kürze der Zeit, ich will das Video nicht allzu lang machen. Das soll, wie gesagt, nur eine kurze Vorstellung sein. Wenn ihr mehr wissen wollt, dann schreibt mich an oder schreibt es mir in die Kommentare, gebt mir Abenteuerpunkte, dann bekommt ihr mehr Geschichten zu mehr Talenten. Dann kann ich vielleicht auch sogar steigern wie Skifahren oder so Blödsinn. Lanzenreiten. Ach so, warte mal, hier fällt mir gerade noch was ein, wo ich Lanzenreiten sehe. Reiten. Ich kann auch reiten, wenn ich es jetzt hier finden würde. Hab ich. Alles klar. Müsste ich mir denn hier irgendwie reinklicken? Reiten. Ich habe mal eine Zeit auch auf dem Pferd verbracht und kenne da die Grundlagen. So, zack, dann haben wir keine 50 mehr über. So schnell geht das. Und dann können wir mit den restlichen Abenteuerpunkten, können wir dann zusehen, was wir damit machen. Das soll der Charakter sein. Der in Aventurien überlebt? Ich glaube nicht. Ich glaube, der ist richtig weit davon entfernt, ein Held zu sein. Ob der in einem Abenteuer, ich weiß nicht, vielleicht kann ich in der Spontanrunde mal diesen Helden führen. Ich habe keine Ahnung, ob der irgendwie weit kommt. Ich glaube nicht. Alles klar. Wie gesagt, wenn ihr was wissen wollt, schreibt es mir in die Kommentare, schreibt es mir per PN oder so. Mir ist das herzlich egal. Und dann können wir mal gucken, ob ich da noch weitere Videos zu bringe, wenn euch sowas gefallen hat. Vielleicht auch mit einem anderen System. Splittermond oder sowas. Egal. Ich verabschiede mich von euch und ich wünsche euch noch einen schönen Tag.